Mit Cooper nun an unserer Seite haben wir ein zweites Teammitglied und somit auch eine stärkere, helfende Hand hier. Denn mit ihm können wir eine coole neue Technik machen, die ungefähr so aussieht. Bonk. Können wir einen Cooper-Panzer hier wegschmeißen lassen. Und somit kann er an Knöpfe rankommen und an Items, an die wir vorher nicht hätten kommen können. Ja, macht Sinn, ne? Genau, macht Sinn. So, und weil das so viel Sinn macht, können wir jetzt hier rechts weitergehen. Denn ich meine, dass wir hier rechts einen Schalter hatten oder so. Ah, stimmt, hier kommen wir auch nicht dran. Ah, doch, warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie wir drankommen können. Wir dürfen noch nicht gesehen werden. Okay, das war aus Versehen. Oh, was? Ich habe mich nicht geheilt? Warte mal, ich hab mich nicht geheilt? Was zur Hölle? Okay, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Du, du, du. Bam! Sehr gut. Oh, das hat ein Instant-KO. Oh. Nett. Und weg mit dem. Ah, noch liegt er auf dem Boden. Das ist jetzt doof, ne? Weil ich habe eigentlich gedacht, dass mich geheilt hätte. Habe ich nicht getroffen? Oh. Hab's versaut. Es tut mir leid, Freunde. Ich bin noch nicht perfekt in dem System. Ja, komm, dann fresse ich halt meine Pilze. Ich dachte, er wäre noch ein Heal-Block. Und vor allem dachte ich, ich hätte ihn auch aktiviert. Oh, Pilz, 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 Pilz. Was? Man kriegt das nur als Item? Ich dachte, er setzt das sofort ein. Er kommt jetzt ein. Wie viel heilt das? 5 nur. Nee, komm. Das ist doch viel zu wenig. Gib mir mal noch einen Pilz. Wir haben noch ein paar. So, was ich jetzt aber zeigen wollte, war, dass ich glaube, wir können hier... Ja! Perfekt. Bitte am Goomba vorbei, wenn es geht. Donnerblitz! Was auch immer das macht. Eintritt verboten, Mario! Gezeichnet die Cooper-Brüder. Ich glaube, ich weniger! Bams! Nur für uns aufgestellt worden. Oh! Mist. Ein Para-Cooper. Hat uns leider erwischt. Wechseln wir doch direkt mal zu Goombario, damit er den scannen kann für uns. Nein, scannen. Ja, das ist ein Para-Cooper. Dabei handelt es sich um geflügelte Coopers. Wer hätte das gedacht? 4 KP, eine Angriffskraft, eine Verteidigung. Wenn du auf sie springst oder einen Powerblock einsetzt, fallen deren Flügel ab. Das kennst du ja schon von den Para-Goombas. So, spring einfach auf sie drauf. Das mehr gibt's jetzt zu sagen. Okay, ich wollte nur wissen, wie viele Leben die haben. Deshalb habe ich gescannt. Aua! Vor auf die Nase, Mann! Das geht echt gar nicht. Und actually ist es vielleicht gar nicht mal so schlecht, dass ich jetzt auf Goombari gewechselt habe. Oh, was? Ich mache denen keinen Schaden? Jedenfalls ist es nicht so schlecht, weil er kann ja springen. Und Cooper, der kann nicht springen. Der kann nur am Boden liegende Gegner angreifen, so wie jetzt gerade. Aber jetzt lohnt sich's auch nicht mehr. Ah, nehmen wir den Hammer. Mit dem Hammer komme ich besser klar. Bam, 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 bam. Außerdem macht er genauso viel Damage, wenn man es gut macht. So, und er ist jetzt down. Bam. Ich mag das Kampfsystem. Es gibt nicht viele Spiele, die so ein Kampfsystem haben wie das hier. Und ich mag das. Bam. Ja, es ist halt ein bisschen schade jetzt hier, dass ich ihn nicht sofort killen kann, weil ihm ein Leben noch zugute steht. Na, was soll's. So, weg mit dir. Lass uns durch. Okay, hätte ich jetzt nicht unbedingt drücken müssen. Ich wollte ein bisschen angeben, ja. So, Herz. Herz nehme ich immer mit. Genauso wie die Münzen und die Blöcke. Und nichts. Perfekt. So, sind wir nun da? Ist hier der... Da war ein Sternensplitter. Aber den können wir wohl erst gleich einsammeln. Erstmal können wir ja gucken, ob wir nach diesem Kampf vielleicht ein Level-Up bekommen. Wir sind ja nah dran und hier sind genug Gegner, damit das passieren könnte. Ah, ich hätte wechseln sollen. Ich Idiot! Ich hab einen Plan. Ich hab einen Plan, Freunde. Der sieht folgendermaßen aus. Ich sterbe natürlich. Ja, okay, perfekt.
Ich setze ein Item ein. Wie wär's mit einem süßen Honig? Wie das aussieht. So, und dann kann Koopa direkt mal den Honig ausnutzen für einen Powerpanzer auf alle Gegner. Das hat sich doch gelohnt. Na, obwohl, jetzt ist der andere Koopa noch... Ach, Mist. Das ist schwer, dem auszuweichen, finde ich. Aber jetzt habe ich genug von ihm. Bam! Ah, mit dem Hammer... ist das so? Mach ich mit dem Hammer sofort Schaden gegen den? Bin mir gerade nicht sicher. Dann könnte man sich das nämlich sparen eigentlich, dass es sich erstmal umdrehen muss. Nein, es reicht nicht. Ah, warum geben die so wenig XP? Es lohnt sich ja überhaupt nicht, gegen die zu kämpfen. Oh Mann. Das ist ein bisschen schade. Aber das Spiel zwingt mich, weiter zu kämpfen. Oh, das sind wirklich viele Gegner, du. Das sind wirklich viele. Wie wär's mit einem... Gegen einen Gegner. Ah. 2 Punkte Schaden gegen alle Gegner. Ja doch, oder? So, machen wir das mal. Muss ich schon was drücken dafür? Bonk. Bam. Beide Gummas sind schon mal down und die beiden können wir jetzt easy peasy direkt wegklatschen. Ja. Also generell dieses Timing mit dem Stick kann ich viel besser als mit dem Sprung. Aber das macht ja nichts, weil den Sprung kann ich auch nicht so schlecht. Oh, perfekt. Perfekt, Freunde. Level up. Letztes Mal haben wir KP. Ich würde sagen, diesmal BP, weil schaut euch das an. Von 5 auf 10, das ist so ein riesiger Fortschritt. Perfekt. Das haben wir dringend nötig noch gehabt, bevor wir jetzt wieder gegen den nächsten Boss kämpfen. Vermutlich dann die Gebrüder Grimm dort. Wie komme ich an die Röhre dran? Koopa kann da nicht... Kann er durch die Wand? Kannst du durch die Wand? Ding! Nein, kann er nicht. Okay. Oh. Ich war gerade am überlegen, ob ich noch heilen soll mit Pilzen. Das hat sich geklärt. Oh, wir sind da. Koopa Castle. So. Speichern wir direkt mal ab. Ich habe total Angst, Mann. Sieht aber cool aus hier. Hier würde ich wohnen wollen, oder? Hi! Wow, Mario! Was zum... was für ein Pech! Mario ist bereits hier! Ich muss es dem Anführer sagen! Pomodoro! Nein, du bleibst schön stehen! Halunke! Na, wo bist du, hä? Huh? Oh, die Koopas, die baden da hinten. Hi! Den muss ich aus dem Weg schaffen? Abgeschlossen, du kannst nichts machen. Ah, nett. Okay, dann rennen wir mal lieber raus. Ich glaube, der Gegner, der nervt nur. Ich glaube, der gibt einen keinen Schlüssel. Vielleicht haben wir draußen einen Schlüssel übersehen. Ich gucke mir nochmal draußen um. Weil hier kann man doch nach rechts. Ah, nee. Obwohl, weiß ich gar nicht. Kann man da lang? Kann man hier rüber? Nee. Okay, dann besehen wir doch mal den Koopa. Vielleicht hat er ja also wirklich den Schlüssel. Ich glaube es zwar nicht, aber was anderes fällt mir jetzt gerade leider nicht ein. Komm schon. Yes. Perfekt. Oh, ein Bob-Bomb. Ja gut, den scannen wir dann direkt mal, ne? Ich würde sagen, das lohnt sich dann mehr. Scannen? Ja, kein Problem, Mann. Ah, das ist ein Bob-Bomb. Bob-Bombs sind sehr temperamentvoll und wenn du sie angreifst, werden sie mächtig sauer. 3 KP, ein Angriffskraft, keine Verteidigung. Wenn sie zornig sind, solltest du nicht auf sie springen, denn sie explodieren sofort. Du solltest ihnen dann überhaupt nicht zu nahe kommen. Greife sie aus sicherer Entfernung mit Items und Wurfattacken an. Oder setze Techniken ein, bei denen Panzer geschleudert werden. Wenn sie im zornigen Zustand angreifen, können sie explodieren. Also sorge dafür, dass sie schon vorher besiegt werden. Wie viel Leben hat er nochmal? 3? Oh, kein Schaden. Perfekt. Ja, 3. Das wird böse. Das wird böse. Machen wir lieber den Hammerwurf. Wollen wir es nicht riskieren? Bam! Was? Ist er natürlich nicht tot? Oh no. Gar nicht gut. Ich muss das direkt abblocken. Zumindest versuchen.
Das war komplett daneben, aber ich dachte wirklich, der würde mehr Schaden machen. Der hat das so aufgehypt, sag ich mal. So gesagt, boah, der ist richtig fies, der macht hier so viel Schaden. 2. Naja, geht so, ne? So, Schlüssel her, dankeschön. Festungsschlüssel, öffnet ein verschlossenes Tor in der Festung. Ja, hier halt, ne? Wo auch sonst. Ja, drauf. Hier. Steckt da rein, das Ding fällt ab, wir können rein. Ah, der nächste. Nein! Aber zumindest war es kein Gegenangriff. Ich wollte den Hammer werfen, aber. Ah, egal, hat nicht ganz geklappt. Ah, ja, ist jetzt die Frage, was wir machen, ne? Ich springe erstmal auf die drauf. Bam! Bam! Und das gleiche machen wir mit dem anderen. Und dann versuchen wir mal beide abzublocken. Können wir mal ein bisschen blocken hier lernen. Okay, boom. Jetzt. Nein, verdammt, 4 Schaden. Gar nicht gut. Ne, Mario sagt auch schon, nee, nicht gut. Ja, zumindest BP. Ein bisschen von denen. Ach, verdammt. Wie viele sind es? Wieder 2. Okay, dann probieren wir das mal was anderes diesmal. Bam, bam. Gehen wir mal auf eine nur drauf. Ich weiß, Gumbari hat was anderes gesagt, aber... Ja, gar nicht mal so schlecht die Idee. Oh, was? Dein Partner wurde verletzt und kann sich nicht bewegen. Ich wollte sagen, gar nicht mal so schlechte Idee, weil er nur einen Schaden macht, wenn wir ihn so explodieren lassen. Aber jetzt hat er, ich weiß nicht, hat er jetzt für mich den Schaden abgeblockt oder hat er jetzt seine eigene Lebensanzeige gehabt? Das weiß ich jetzt halt nicht. Ich kann es nicht abblocken. Das funktioniert nicht. Verdammt. Freunde, ich glaube, ich renne noch mal ganz schnell raus. Und hol mir noch mal ein paar Leben. Ja, doch, komm. Ich renne noch mal ganz schnell raus. Ich schneide das für euch. Wir sehen uns hier gleich direkt wieder. Oh nein, ihr seid wieder hier? Ich glaube, auf keinen Fall gegen euch kämpfen. Was ist da oben? Wo kommt man denn da oben hin? Hm. Oh, hey. Ei, ei, Sir. Ha, mal sehen, ob der große Mario noch einen Schritt weiterkommt. Mario, du, versuch nicht, du wirst dich in der Festung ohnehin nicht zurechtfinden, ja? Hier riecht's ganz gewaltig nach Ärger, wie aufregend, bis später. Feigling, und du, oh, verdammt, hab ich getroffen. Ich hab's nicht geblockt. Mist. Na gut. Ihr habt es so gewollt. Wen greife ich an? Die Bob-Bomb. Bam! Nein! Ah. Egal, hat trotzdem 3 Schaden gemacht, also alles in Ordnung. So, und du bist easy. Platz. Ich glaube, ich sollte wechseln auf Cooper. Mach ich nach dem Kampf. Bam. Bam. Ich wusste gar nicht, wenn man im Kampf ändert, dass er dann auf der Overworld auch schon ändert. Das ist mir nicht klar geworden. Aber gut zu wissen. Deinen Backenzähnen, du. Was hast du nicht mit? Rechts? Ja, genau, rechts. So, Koopa. Kannst du da rankommen? Ich kann hier nur seitlich schießen. Und durch die Wand kann er auch nicht. Nee. Hey, aber schaut mal. Das ist im anderen Raum. Das ist hier. Aber wie kommen wir denn da hoch? Hm, da hoch kommen wir jetzt aber irgendwie nicht. Okay, dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Moment mal, hier oben ist ein Schalter. Vielleicht hilft uns weiter. Oh, das ist ein Item. Der hat uns direkt gezeigt, wie wir da rankommen können. Versuch mal, an ihn vorbeizuschleichen. Hä? Ah, doch. Power Downs Orden. Triff einen Gegner. So auf das Action-Kommando stimmt. Auf jeden Fall. Power Downs. Gegen gegnerische Angriffe eher daneben oder Powersprung? Ja, wenn wir Power Doubts haben, werde ich Powersprung nicht benutzen, ne? Nur für den tun wir nichts rein. Den wollte ich sowieso mal ausprobieren. Ja, cool. Freue mich. Und ich versuche jetzt mal nicht gegen jeden einzelnen Gegner zu kämpfen. Das finde ich auch ein bisschen unnötig. So. Weiß nicht, wie viel wir am Ende dann verpassen an XP, aber dennoch. Was habe ich verpasst? Der könnte den Schlüssel haben, der Typ.
Müsste vielleicht gegen den kämpfen. Ja, ich kann ja nicht lang. Ja, komm, kämpfen wir mal gegen den. Vielleicht hat er eine Lösung für uns. Kumpel! Haha, getroffen. Oh, hat nichts gebracht. Mist! Miese Brise. Aber meinetwegen. Wollen wir das mal ausprobieren? Nee, nicht diesen Kampf. Ich habe hier eine andere Lösung. Und zwar... der Power Panzer! Bam! Oh oh, das war vielleicht auch nicht so gut. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wann block ich das denn? Das kann man nicht blocken. Kannst du mir nichts erzählen, Alter. Das geht nicht. Bam, weg mit dir. Ah, das war nicht so gut. 6 Schaden genommen. Aua. Aua, aua, aua. Ah doch. Ich wollte gerade sagen, der droppt nichts. Doch, der droppt einen Schalter. Bonk. Hä? Was ist das? Sand? Ach nee, das wird durch die Ketten so geschoben. Aber nach unten? Ah, das heißt, es geht unten weiter. Oh, pass auf, Cooper, du wurdest fast erwischt von der Decke. Kumpel, pass mal bitte auf. Du musst aufpassen, Kumpel. Hier sind viele schräge Dinge am Abgehen. Wir können nicht ins Wasser. Rechts war auch noch eine Tür, ich weiß, aber ich will mich erstmal hier umschauen. Hä? Was zum... Nein, oder? Falle? Oh nein, das scheint eine Falle zu sein. Oh no! Und es sind hier so viele Gegner. Na gut. Versuchen wir jetzt den Power-Hüpfer. Bam. 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 Oh. Kann man da One-Up bekommen? Das wäre lustig. Ja, weil es Frommel verschwendet, weil man kann ihm da keinen Schaden machen. Das habe ich jetzt auch gecheckt. Aber ist ja nicht so schlimm. Na gut, aber doch ist es so schlimm, weil ich habe keine BP mehr. Jetzt bräuchte ich mal ein paar Items. Warte mal, habe ich nicht Items? Na gut, ich habe... den Donnerblitz finde ich auch schon mal für einen Boss oder so. Schrecklichen Geist herbei, der Gegner verjagt. Ja, okay, das ist wie so eine Pokepuppe, ne? Schäfchen brauche ich nicht. Ich bin ja noch auf. Na. Sieht nicht so schlecht aus für mich im Moment. Nee, ich habe keine. Nicht so gute Items jetzt gerade. Nicht so schlimm. Oh, der ist ja schon mal weg. Der Kollegchen. Aber es wundert mich wirklich, warum die so extrem wenig Erfahrungspunkte droppen. Das lohnt sich halt wirklich nicht, gegen die zu kämpfen. Ich wette mit euch. Spätere Gegner werden bestimmt mehr da lassen. Oder? Also, ich spiele ja blind, wie ihr wisst. Oder wie ihr jetzt wisst. Aber ich meine, ich habe schon mal gesagt, jedenfalls, ja, ich spiele es blind und keine Ahnung, wie das mit den Gegnern später aussieht, aber. Werden sie. Ich sehe erst jetzt, wie das Wasser da im Hintergrund aussieht. Oh Gott. Was? Das war so klar, Mann! Na, natürlich sind die beide in der Luft. Und ich habe. Okay, ich sollte mal. Bisschen mehr nachdenken, bevor ich direkt in den Kampf gehe. Weil mit Cooper in den Kampf zu gehen, wo ich da aber schon auf der Overworld sehe, das sind, ja, Para-Coopers. Ist keine gute Idee. Sollte ich rechts auf Gumbario wechseln? Ja, aber zumindest werde ich ja so ein bisschen das ablocken. Das ist sehr gut. Bam. Ich mit dir. So, Cooper, bitte. Mach die beiden schlapp. Eine schon mal down. Mario kann direkt mal den Hammer einsetzen. Denn der ist so Hammermann. Der ist so Hammer. Was? Der war noch nicht down? Dann aber jetzt. Ja, wie gesagt. Lohnt sich nicht. Aber wir sind hier gefangen. Was soll ich tauchen? Warum? Was soll ich machen? Was soll ich tun? Hau. Ich hab das manchmal, dass ich zwei Wörter auf einmal sagen will und dann kombiniere ich die. Ich weiß auch nicht, Mann. Irgendwas ist falsch mit mir. Na gut. Solange du zwei Damage machst, ist es okay. Ja, ist okay. Den anderen muss ich jetzt einfach mal ablocken. Da, siehst du? Ist nicht so schwer. Das geht ja noch voll fit. Kannst du ihn bitte... Ja, ja, egal. Mach einfach den. Wollte eigentlich einen anderen auswählen, aber passt schon. Mach einfach den schon mal down.
So, ich mach den Hammer. Hammer ist für mich einfacher, geht für mich auch schneller. Blom, 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 bams. Perfekt. So, und das kann ich auch eigentlich auch normal angreifen mit. Ich kann den Angriff auch verkacken. Macht ja trotzdem einen Schaden, glaube ich. Wäre schneller. Aber wir machen ja keinen Speedrun, wir machen ja nur ein stinknormales Let's Play. So, wir können ja endlich wieder durch. Oh Mann, war das unnötig, Spiel. Oh Mann. Für die 12 XP, das hat sich nicht gelohnt. Wow. Wow. Nun kann man da drüber springen. Schlüssel! Ich weiß auch schon, von wo der ist. Für wo der ist? Mein Gott, was ist das mit mir heute? Der ist für oben die Treppe da hoch. Aber, da gehen wir es noch nicht hin. Ich finde es super, wie Koopa springt. So, yay! Ich möchte erstmal gucken, was es hier rechts für uns gibt. Eine riesige Mauer. Oh, oh, ganz viele Bob-Bombs. Schaut euch die an. Ein Pinker ist auch noch dabei. Der Pinker sticht richtig heraus, ne? Können wir dem helfen? Schaut mal hier. Das sieht doch so aus wie eine Wand. Die kann man so kaputt hämmern. Bam. Aber geht nicht. Hey, Freunde. Verdammt, ich breche keinen Bob-Bomb-Büsch. Ich kann nicht mit denen reden, Mann. Obwohl, wenn ich die jetzt noch weiter aufrege, dann explodieren die noch. Dann killen die sich vielleicht selbst. Ja, gut, keine Ahnung, ob sie sich selbst killen. Bei Nintendo weiß man sowas nie. Tut sie ein Voltuber selbst killen oder nicht? Das sind so die Fragen hier. Oh. Ihr seid noch am Aufbau? Ihr seid noch nicht fertig? Und danke für den Block hier. Nehme ich gern mit. Das ist perfekt, glaube ich. Hä? Oh nein, sieht so aus, als sei Mario hier. Verdammt, weg hier. Wie hat er mich gesehen, indem er nach da oben links guckt? Ich bin hier unten. Oh, hier ist eine Tür. Und da ist wieder so eine komische Wand. Okay. Ich merke mir mal die Wände, die haben bestimmt noch irgendwas zu bedeuten. Oh, danke Spiel. Nett von dir. Ein bisschen abspeichern kann niemals schaden. Okay, machen wir direkt weiter. Schau mal, der Boden da unten. Sieht eklig aus. Hoffentlich müssen wir da nicht runter. Das fände ich sehr unappetitlich. So, aber den Block hier, den nehme ich mir mal. Du hast mir extra da aufgebaut. Das war Send von dir. Dankeschön. Warte mal, das war eine Falle. Nicht ins Wasser, nicht ins Wasser. Gut, Papier sind. Und langsam runtergehen. Loser, geschieht dir ganz recht. Du bist darauf reingefallen. Oh nein, ich war noch nicht mal oben in der Tür drin. Oh, jetzt war auch im Gefängnis. Zumindest nicht im Wasser. Oh, was war das? Wo kommen die denn her? Oh, hi, du kannst ja reden. Oh, ich habe mich gefragt, wer du wohl sein magst, aber bist du nicht dieser Mario? In einer Million Jahren hätte ich nicht erwartet, eine Berühmtheit wie dich an so einem Ort hier zu treffen. Wer ich? Mein Name ist Bombette. Falls du es noch nicht bemerkt hast, ich bin ein Bob-Omb. Schön, dich kennenzulernen. Oh, hi. Schön, dass wir uns jetzt kennengelernt haben. Was sagst du, warum ich hier eingesperrt bin? Ganz einfach, weil ich eine potenzielle Gefahr bin. Zumindest für diese schlappschwänzigen Koopa-Brüder. Zuerst habe ich ebenso wie die anderen Bob-Ombs nur hier gearbeitet. Aber diese Koopa-Brüder, also als Bowser an die Macht kam, haben sie angefangen, uns zu tyrannisieren. Wie das klingt, ey. Als er an die Macht kam. Ich konnte es nicht mehr ertragen, also bin ich einfach neben ihn explodiert. Tja, das war wohl ein Fehler. Die Koopa-Brüder fanden das nicht sehr komisch. Oh, da haben wir die Bestätigung. Wenn die explodieren, leben sie noch. Und deshalb sitze ich jetzt im Kitchen. Dann haben sie auch noch die anderen Bob-Ombs eingesperrt, weil sie einen Aufstand befürchteten. Eine Bob-Omb-Rebellion. Was sagst du dazu? Ja, aber wir haben vorhin gegen Bob-Ombs gekämpft. Oh, verzeihen, ich weiß, das ist eine lange Geschichte. Aber egal, Mario, wir wollen hier raus. Glaubst du, dass du uns bei unserer Flucht helfen könntest? Oh, bitte, bitte. Wenn du uns hilfst, verspreche ich euch, dir zu helfen. Nee, du, keiner Bock. Ach, du willst nicht? Wir sind hier völlig am Boden und du willst uns nicht helfen? Ich habe dich wohl falsch eingeschätzt. Never meet your heroes in real life. Nein, das war nur ein Joke. Komm, ich helfe dir. Hast du denn meinen geändert, Mario? Oh, wie schön! Von jetzt an wollen wir für immer Freunde sein. Wir werden ein super Team sein, Mario. Nice! Bombette gehört nun zum Team. Ich finde das cool, wie schnell das hier geht mit dem
ganzen Teammitgliedern. Drücke nach unten, wenn du Bombett ausgewählt hast, um einen explosiven Spaziergang zu schicken. deshalb auch die rissigen Wände. Sie kann manche Wände und Felsen sprengen oder Schalter zeitverzögert aktivieren. Sehr wichtiger Tipp. Im Kampf kann sie einen Gegner am Boden mit Body Slam angreifen und damit Bombe gehörig Respekt einflößen. Jetzt lass uns überlegen, wie wir von ihr verschwinden können. Fast hätte ich's vergessen. Ich habe dir ja noch gar nicht gesagt, was meine Spezialität ist. Wie dumm von mir. Ich weiß, du hast gerade meinen Tag gelesen, aber ich will's auch immer selber erklären. Ich kann explodieren. Pass mal auf. Also hättest du auch die ganze Zeit selber fliehen können. Wenn du irgendwo Sprünge in einer Wand siehst, kann ich sie wahrscheinlich zum Einsturz bringen. Versuchen wir es doch mal hier. Geh in Deckung. Ich bin richtig wütend. Ich bin richtig wütend! Hast du es gesehen? Weißt du jetzt, wie ich dir von Nutzen sein kann, Mario? Hä? Oh, ein Fluchtweg! Ich habe bis jetzt noch nie dran gedacht, das auf diese Weise zu probieren. Ich war so wütend, dass ich immer nur an derselben Stelle in die Luft gegangen bin. Okay, das war vielleicht ein bisschen blöd. Egal. Hauptsache, wir können jetzt von hier verschwinden. Das geht für uns alle. Vielen Dank, Mario. Von jetzt an werde ich dir folgen und dir helfen, wo ich nur kann. Ruf nach mir und ich bin da. So, genug geplaudert. Ich habe noch eine Rechnung mit dem Koopa-Bruder zu begleichen. Ja, ich auch. Komm doch einfach mit. Mach dir keine Sorgen um uns, Mario. Wir finden schon einen Ausweg. Ich habe da was reingemacht. Achso, ja, okay. Ich habe so viel nachgedacht, bin aber nie auf die Idee gekommen, die Wand zu sprengen. Du bist wirklich unglaublich klug. Okay. Lass uns von ihr verschwinden. Ich war traurig, zornig, doch jetzt bin ich froh. Freiheit, juhu. Warum sind die grün und der blau? Sehr bunte Farben bei den Bob-Oms. Hätte ich nicht gedacht. Bei denen gibt es sehr viel Vielfalt. Hier ist nichts, oder? Die Kamera, die ist gerade komplett verwirrt gewesen. Und die war auch auf der anderen Seite. Oh nein. Was soll der Krach, hä? Falls ihr Bob-Oms es vergessen habt, innerhalb der Festung ist es mit Ausnahme von Notfällen strikt untersagt zu explodieren. Was zur... Mario, was machst du denn hier? Nichts Gutes, würde ich sagen. Los, alle auf ihn! Oh no. Okay, Gumbett. Dann zeig mal, was du drauf hast. Body Slam, rammt ein Gegner. Oder Bombe, eine Explosion, die einen Bodengegner trifft. Okay. Machen wir erstmal den Body Slam. Oder nein, wir machen erstmal die Bombe. Halt der A gedrückt. Drück A so schnell wie möglich. Okay. 100%! Oh, das macht 4 Schaden. Das ist unser stärkster Angriff bisher. Wow. Und ich mache direkt den Powerhüpfer. Bam. 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 Kriegen wir was dafür? Gibt es sowas wie ein Mario Peach muss 100 mal springen? Bitte nicht. Das geht ja noch. Ich will mal gucken, wie denn der andere Angriff von ihr funktioniert. Der Body Slam. Halte A gedrückt und lass dann los, wenn es aufleuchtet. Bam! Cool. Bonk. Hätte aber keinen Schaden genommen jetzt, ne? Und zumindest ich nicht. Keine Ahnung. Nice! Das macht richtig Bock hier. Oh, gehen wir direkt mal nochmal heilen. Wenn wir es schon können hier, dann machen wir das auch. Hier war doch ein Block. Kamera? Oh Gott. Es ist nicht die beste Kamera, muss ich sagen, aber ich weiß, solange sie funktioniert. Ja, ich mag Bombett. Sie wird uns hier sicher weiterhelfen. Oh, ich merke erst jetzt, ihr Auftreten hinten ist geformt wie so ein Herz. Zumindest wie so ein Knochen oder wie ein Herz oder ein Knochen. Weiß nicht. Auf jeden Fall, wie beides sieht es aus. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Warte mal, wollten wir nicht noch hier oben nachschauen? Ich glaube, hier oben gab es noch was zum untersuchen. Ja, da oben war doch die Tür. Genau, daran. Ich habe mich an irgendwas erinnert. Im Kurzzeitgedächtnis hier. Wie sie springt. Die fällt direkt wieder hin, wenn sie anfängt zu springen. So. Sind die Koopa-Brüder einfach hier? Naja, also andere Koopas auf jeden Fall. Gott, können wir abhauen? Fliehen. Ja. Einfach nur A-Spam. Perfekt, das kriegen wir hin.
Oh. Ich verliere dann 2 Münzen. Und wir brauchen hier sowieso einen Schlüssel. Abgeschlossen. Okay, Freunde, dann werden wir in der nächsten Folge einen Schlüssel hoffentlich finden, zusammen mit Bombette. Denn jetzt können wir ja so viel wegsprengen. Seid gespannt und seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bei Mario 64 in Papier. Ich habe ganz kurz den Titel vergessen, ist aber auch nicht so wichtig. Bom, bom. Boah. Aber der Sub-Button ist hier. Ich muss hier drücken. Ja, ja. Ja, sehr gut.